Jawohl, Klassik 2 und los. Und bis zum nächsten Morgen pennen. Der Held ist ausgeschlafen. Perfekt. Er wollte Dinge zu tun. Es geht darum, zwei Stücke Gepäck, die der Held im Gepäck hat, abzuliefern. Ich muss mal kurz runterscrollen. Verzeiht mir, wenn das ein paar Sekunden dauert hier. Dieses klimpernde Paket und dieses Stahlpaket. Zwei Lieferungen, die abgeliefert werden sollten durch einen Helden. Er ist quasi der Lieferheld und es gibt hier zwei Leute in dem Lager, die ein Problem mit Esteban haben, weil Esteban der Boy ist, der allen Leuten hier das Leben versaut. Er verlangt Wucherpreise für Rüstung. Das erzähle ich jetzt, glaube ich, schon zum 12. Mal, keine Ahnung. Gehen wir zuerst zu Fisk mit dem klimpernden Paket. Oder zu Huno mit dem Stahlpaket. Ich glaube, wir gehen zuerst zu Huno. Denn der Typ braucht seinen Stahl und wenn der Held dieses fette, massive Stahlpaket nicht mehr tragen muss, dann tut er sich auf jeden Fall leicht. Hallo, Huno, ich habe da so ein Stückchen, so einen Batzen Stahl. Ja, sagen wir, wie es ist. Ein Batzen Stahl. Ich habe den Stahl. Und? War Juan auch da? Safe. War er. Wusste ich es doch. Esteban, die Ratte, steckte dahinter. Was ist jetzt mit unserer Abmachung? Der Mann, mit dem du reden willst, wartet auf dich in der Kneipe. Sprich mit dem Wirt. Jo, perfekt, Ende. Es geht immer nur darum, diesen anderen Typen zu finden, der das Attentat auf Esteban in die Wege geleitet hat. Er wartet jetzt anscheinend in der Kneipe auf uns, aber vorher noch zu Fisk. Moin, ich hab da ein Päckchen für dich. Was weißt du über das Attentat auf Esteban? Zwinke. Hör zu, ich will mit der Sache nichts zu tun haben, klar? Ich habe meine eigenen Sorgen. Ich bin selbst ein Opfer. Ach fuck, nein. Inwiefern? Hab eine Menge Gold bezahlt für meine letzte Lieferung. Was? Aber die kam nie an. Oh nein. Und ein Schwein hat sie sich unter den Nagel gerissen. Nein. Ich bin bestohlen worden. Oh Gott. Wahrscheinlich von einem unserer eigenen Leute. Niemals. Wer kann denn nur so gemein sein, dem armen Fisk ein Päckchen Dietriche zu klauen? Was war das für eine Lieferung? Ein Paket Dietriche. Jemand sollte sie für mich von den Piraten abholen. Aber ein Kerl namens Juan hat es mir weggeschnappt. Mitsamt dem Gold, das ich dafür bezahlt habe. Der Mistkerl versteckt sich irgendwo im Sumpf. Ja, seine Leiche versteckt sich im Sumpf. Hier, ich hab da was. Ich habe dein Paket. Tatsache. Was ist mit Juan? Er ist tot. Gut, dann kann er mir keinen Ärger mehr machen. Safe. Was dich betrifft, ich habe ziemlich gute Beziehungen zu Huno. Ich Geil. Werde dafür sorgen, dass du ab jetzt billig an deine Rüstungen rankommst. Außerdem gebe ich dir eine von meinen Waffen. Eine Hand wäscht die andere. Die Bart? Das hat sich seit damals nicht geändert. Yo. Juan hat für Esteban gearbeitet. Was? Spiel keine Spielchen mit mir, du wusstest davon. Gut, du hast recht. Aber dir ist auch hoffentlich klar, warum ich es dir nicht erzählt habe. Jetzt wird er ernst. Jeder hier im Lager weiß, dass du für Esteban arbeitest. Ich habe keine Lust, in die Sache mit reingezogen zu werden, nur weil du scharf auf einen roten Stein bist. Ja gut. Verstehe, ich glaub dir nicht. Ich arbeite nicht wirklich für Esteban. Der ehrenhafte Held. Macht er so Dinge? Arbeitet er nicht für die Leute, für die er arbeitet? Hintergeht er Menschen? Niemand weiß es. Ich arbeite nicht wirklich für Esteban. So? Du willst den alten Sack übers Ohr hauen? Dann gebe ich dir einen guten Rat. Behalt es für dich. Wenn es um Esteban geht, solltest du niemandem trauen. Nicht mal mir, klar? Nicht Und jetzt mal. Genug davon. Sonst hört uns noch einer. Ja, psch, die Wände haben Ohren. Ende? Ja gut, okay. Fisk hat enge Beziehungen zu Huno. Die zwei besten Freunde also. Und wir haben eine Badachs erhalten. Der Kerl kann einem leid tun. Ja, okay, nach oben. Wo ist denn das schöne, bärtige Stück Stahl? Noch weiter oben. Streitaxt. Das ist doch eine Badaxt. Badaxt. 1970 ohne Bonus. Und kurz. Stück Scheiße. Ja, na, es ist keine gute Waffe.
Das ist eine gute Axt. Das ist ein schönes, bärtiges Stück Stahl, aber nicht gut. Es ist nicht würdig einzusetzen. So, moin. Ich suche einen Typen. Einen ganz speziellen Typen. Lucier, Snuff. Hallo, Lucier, hast du hier einen Typen gesehen, einen Verdächtigen? Aber Lucier hat bestimmt keinen gesehen, weil sie hat nur Augen für Todes. So ist sie halt. Und Snuff, Boy, genau. Huno schickt mich. Sieht aus, als hättest du deinen Mann gefunden. Jawohl. Geh doch mal eine Etage höher, dort wartet jemand auf dich. Jawohl, da oben ist mein Mann. Perfekt, gehen wir gleich mal rauf. Fisk, wie kommst du hierher? Wo hast du meinen Mann versteckt? Hallo, wo ist denn mein Mann? Fisk, hast du hier irgendwo einen Typen gesehen, der Attentate machen kann und so? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich finde ihn nicht. Fisk. Dann muss der ehrenhafte Held wohl mit dir Vorlieb nehmen. Du steckst also hinter dem Attentat. Was? Ja. Esteban steht meinen Geschäften im Weg. Alle Banditen, die für mich arbeiten, lässt er nicht mehr in die Mine. Er sorgt dafür, dass alle für ihn arbeiten. Und nur für ihn. So kann er von jedem Geschäft seinen Teil abkassieren und kontrolliert das gesamte Lager. Bastard. Alter. Kontrollfreak oder was? Ist, das geht ja gar nicht. Und schnüffle, Elendige. Steckt in alle Angelegenheiten seine Nase. Ich könnte dich an Esteban verkaufen. Und dann? Was glaubst du, wird dann passieren? Glaubst du, er gibt dir das, was du willst? Vergiss es. Ich habe einen besseren Plan. Okay, und der wäre? Willst du an seine Stelle treten? Nein, ich bin Händler. Ich will nur in Ruhe meinen Geschäften nachgehen. Okay, ja gut, ja, kann man verstehen. Was hast du jetzt vor? Wir werden Esteban aus dem Weg räumen. Das heißt, du wirst ihn umlegen und seine Position übernehmen. Ich? Nein. Solange seine Leibwächter bei ihm sind, habe ich keine Chance. Dann müssen wir sie dazu kriegen, dass sie abhauen. Und zwar mit der Wahrheit. Welche Wahrheit? Du hast deinen Job erledigt. Du weißt, dass ich hinter dem Attentat stecke. Gott. Erzähle das Esteban. Und er wird seine Jungs schicken, um mich zu töten. Ich werde sie hier erwarten. Wenn sie weg sind, kannst du dir den Mistkerl vornehmen. Und ich kümmere mich um die Wachen. Eieieiei, Fisk, du Schlitzohr. Ja, das nenne ich mal einen Plan. Der kann ja überhaupt nicht schief gehen. Ich meine, der Händler muss sich ja nur mit zwei mächtigen Kerlen auseinandersetzen. Ich sehe lückenlos. Dieser Plan ist absolut lückenlos. Ne, Esteban? Job erfüllt. Ja, schauen wir mal, ob das so Ganze so funktioniert. Fuck, eigentlich hätte ich auch direkt zu Esteban gehen können und verklickern, dass Fisk der Böse ist, aber... Ja gut, ja gut. Das ist eigentlich das Problem, was ich persönlich immer mit der Add-on-Story habe. Dieses absolut Lineare. Man kann jetzt hier nicht sagen, ich arbeite für Esteban und Tau Huno und Fisk in Knast. Ja, aber jetzt warten wir mal ab. Vielleicht gibt es ja noch eine kleine Wendung. Wegen dem Auftrag. Wegen des Auftrags. Pass auf, ich habe noch andere Sachen, um die ich mich kümmern muss. Jetzt chill. Ich dachte, es interessiert dich vielleicht, wer hinter dem Attentat steckt. Wer ist es? Sag mir seinen Namen, damit meine Wachen ihm den Hals umdrehen können. Ich will der Händler gehen. Fisk steckt dahinter. Zurzeit steht er allerdings ahnungslos in der Kneipe und säuft. Gut gemacht, Kleiner. Meine Wachen werden sich um ihn kümmern. Ich will doch zuerst die Bezahlung. Jungs. Schnappt euch diesen Fisk. Yo, Männer, los. Schnappt und wie geht's euch. Jetzt weiter? Wie es jetzt weitergeht? Ich sage dir, wie es weitergeht. Fisk wird einen schmerzvollen Tod erleiden. Und jeder im Lager wird davon erfahren. Das wird ihnen allen eine Warnung sein. Oh nein. Kriege ich jetzt einen roten Stein? Ja. Du hast deine Sache gut gemacht. Jemand wie du hat in der Mine nichts verloren. Nein. Ich kann dich hier viel besser gebrauchen. Du wirst im Lager bleiben und weiterhin für mich arbeiten. Kriegst dein Wort?
Was denn los? Er bricht sein Wort. Esteban! Ehrenloses Stück Scheiße! Ja, ich denk drüber nach. Ich denk darüber nach. Du vergisst, vor wem du stehst. Ich habe hier das Sagen. Und du wirst genau das tun, was ich dir sage. Und ich sage, du arbeitest für mich und niemanden sonst. Ist das jetzt klar? Ist das jetzt klar? Ja, Leute, ist das jetzt klar? Nein, es ist nicht. Willst du mich verarschen? Es war nie die Rede davon, dass ich für dich arbeite. So ein Angebot bekommt nicht jeder. Aber wenn du nicht willst, steht es dir auch frei, das Lager zu verlassen. Wie wäre es, wenn du dein Wort hältst und mir einen roten Stein gibst? Safe. Hey, noch ein Wort und meine Wachen müssen dir auch noch wehtun. Meine Wachen Welche sind Wachen? Lost. Was? Ach, ich verstehe. Du versuchst mich reinzulegen. Na, warte. Bäm, Leute. Jetzt geht's los, Esteban. Wobei, der greift mich an aus heiterem Himmel. Das kann ich doch tun, ihn umnatzen. Esteban. Stück Scheiße, oh Gott. Da liegt da, der arme Kerl. Esteban, was hat er denn dabei? Ein Stück Brot? Ja, ich mein, sorry, Boy. Esteban, Schlüssel. Sorry, Boy, ich mein, für einen Wortbruch, der... Er könnte noch leben, aber... Da waren ihm die Steintafeln wichtiger. Sowas. Rum. Schön. Und ein Pfefferbeutel. Ja, hier hat man wohl mit Pfefferbeuteln zugeschissen. Juan hatte in der letzten Folge auch schon eine im Inventar. Egal. Gibt's hier noch was? Ist das die Hütte von Esteban? Knacken wir mal die Kisten hier. Dreimal Trank der Geschwindigkeit. Dreimal rechts. Natürlich. Natürlich ist das alles Esteban. War das alles, was du hier gebunkert hast? Ich meine, der Typ verlangt Horrorpreise für Rüstungen. Und hat jetzt hier nicht mal ein paar Goldstücke in seiner Kiste. Ernsthaft? Esteban? Er hat bestimmt doch irgendwo ein geheimes Goldlager. Irgendwo. Aber niemand weiß, wo es ist. Oh Gott! Das sind tote Wachen. Oder ist das Fisk? Die Leiche ist rot. Es ist eine Leibwache. Oh nein, wer hat sie nur getötet? Wo ist Fisk? Hat gute Arbeit geleistet. Ich dachte jetzt schon so, ja, wo bleiben denn die Schmerzenstreie von dem armen Fisk, der jetzt hier von zwei Wachen ermeuchelt oder erdolcht wird, aber... Ja, war wohl eine Falle. Fisk, Respekt. Hey! 2-1, guter Mann. Souverän gemeistert. Esteban ist erledigt. Darauf habe ich lange gewartet. Ich denke, du hast jetzt einiges zu tun. Und ich muss mich auch wieder um meine Geschäfte kümmern. Ja. Also, wenn du noch was brauchst, du weißt, wo du mich findest. Ja, und wenn... Ja, ich brauche noch unbedingt eine Gardistenrüstung. Zeig mir deine Ware. Das wird das absolut geilste. Hey, Schattenrüstung. Hey, Salz und Steinöl. Ich immer noch nicht weiß, was es ist. Und ein klimperndes Paket voller... Und 19 Rohstahl. Alter, da kann einer... Da kann einer schmieden, bis er umfällt. Das könnte ich eventuell offscreen mal machen, dann hätten wir wieder ein paar Goldstücke übel. Ja gut, also die Pakete wurden ausgeliefert. Die anderen zwei Pakete liegen tot vor der Taverne hier. Und ein paar 4 so oder 5 so rote Steinpakete im Inventar des Helden und... Mal gucken, was der liebe Boy da oben dazu zu sagen hat. Ne, Torus? Mal ein Quickshave. Man muss Torus das Ding geben, das heißt der Boy... Halt! Solange du Torus keinen roten Stein gegeben hast, bist du hier unerwünscht. Ja, aber ich würde dir gern einen roten Stein geben. Ich denke, der hier macht weniger Probleme wie Torus. Torus, darf ich mal deine Truhe knacken? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht. Torus, hast du hier irgendwo einen Schlüssel versteckt? Ist hier ein Schlüssel? Ja, sieht nicht so aus. Leicht hat er den im Inventar zum Klauen. Torus? Hey, du!
Ich will nicht seine Rüstung, ich will die Garde-Rüstung, den Erzbaron-Rüstung. Ich habe hier eine rote Steintafel. Ich habe hier eine rote Steintafel. Safe. Okay, du hast Esteban erledigt. Ach. Dann wirst du jetzt seinen Job machen. Nein. In der Mine haben sie ein paar Probleme mit Minecrawlern. Drei Butler hat's bereits erwischt. Es ist deine Aufgabe, für Nachschub zu sorgen. Und wann kann ich endlich in die verdammte Mine? Mach deinen Job. Danach kannst du machen, was du willst. Was? Es ist wichtig, dass ich Raven erreiche. Ach ja. Glaubst du etwa, du kannst bis zu ihm vordringen? Ja, safe. Seine Garde hat Anordnung, niemanden vorzulassen. Du wärst tot, bevor du ihn auch nur zu Gesicht bekommen würdest. Also schlag dir das aus dem Kopf. Schlag dir das aus dem Kopf. Erkennst du mich nicht? Aus dem alten Lager. Ja, Mann. Du bist einer der Gefangenen. Vielleicht warst du einer meiner Gardisten. Und? Macht uns das jetzt zu Verbündeten? Nein, das macht es uns nicht. Vielleicht bist du der Typ, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Vielleicht hast du auch meine Kumpels umgebracht. Na und? Vielleicht. Die Zeiten sind vorbei. Vielleicht habe ich auch ihn umgebracht. Vielleicht. Vielleicht sind die zwei jetzt auch, vielleicht waren es auch mal Freunde, wer weiß es, niemand. Komm, lass mich rein, um der guten alten Zeiten willen. Ja komm, Torus, bitte. Jetzt will ich dir mal was erklären. Weißt du, warum ich noch am Leben bin? Weil ich immer zu meinen Leuten loyal war. Ich muss nicht mit allem einverstanden sein, was Raven tut. Aber ich werde mich an die Regeln halten. Junge. Und das wirst du auch. Junge, du lebst doch, weil du eine fette Mörderrüstung anhast. Komm, lass mich rein, der guten Zeiten hatten wir schon. Hey, was ist mit deiner Rüstung? Wo kriege ich so eine Rüstung her? Gar nicht. Die Rüstungen sind Ravens Garde vorbehalten. Ich glaube kaum, dass es eine Aufnahmeprüfung für neue Anwärter gibt. Aber letztendlich liegt die Entscheidung nicht bei mir, sondern bei Raven. Alles klar, ja gut, dann verteilen wir mal ein paar Steintafeln. Jo, der lief die Steintafellieferung. Frische rote Steintafeln, heiß und fertig. Wer möchte eine? Der Paul wollte definitiv eine. Moin Huno, hey. Wie geht's dir, altes Haus? Ich brauche eine bessere Rüstung. Was gibt's dir? Fisk hat gesagt, du würdest mir einen guten Preis machen. Fisk, sagst du? Gut, ich schulde ihm noch einen Gefallen. 1400G, ja, für die schwere Rüstung. Ja, gut, nein, danke. Danke, ich schlag mich durch. Eigentlich müsste der jetzt auch die. Zeig mal, was du hast. Die Rüstung hier drinnen müsste jetzt eigentlich auch billiger sein, aber die ist und bleibt bei 2,5. Uno. Das ist nicht cool. Hey, du. Oh. Du wirst in der Mine gebraucht. Endlich. Hier, du sollst mein Erz dafür haben. Zwei Gegenstände. Geil. Sehr geil. Ja, einer von den Leuten, die man raufschicken kann, fehlt, weil der ist mehr oder weniger gestorben. Bei dem verzweifelten Versuch, sich gegen Sumpfheil, Zwinker, sich gegen den Helden zu wehren. Aber der stand auf einer Liste. Und Dinge haben nicht so geklappt, wie sie hätten klappen sollen. Von daher ist er nicht mehr so ganz am Leben. So, da hätten wir noch drei Leute. Das war keine große Sache. Genau, das habe ich auch gesagt. Wie viele will der in der Mine haben? Ich muss eben aufpassen. Weiß gar nicht, nehmen wir mal einen Quickshake. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Er stellt sich das immer so einfach. Hat er jetzt drei oder vier? Kann man Lucia in die Mine schicken? Lucia, ich würde dich gern schuften sehen. Okay, die kann man nicht in die Mine schicken. Snuff wahrscheinlich auch nicht. Er kann man auch nicht in die Mine schicken. Fortuno! Ich schicke jetzt alle in die Mine, die man gar nicht in die Mine schicken kann, am besten. Hier, das ist Sumpfklot. Ey, ich dachte schon, da steht, ich habe eine Steintafel für dich. Okay, dann hätten wir im Endeffekt. Hey, du! Den kochenden Bandit noch. Er kann auch nichts. Okay. Wir hätten Finn, Lena und Emilio. Das sind die Buddler meines Vertrauens. Emilio ist erschöpft, möchte sich aber mal wieder eine rote Steintafel holen, um weiterarbeiten zu können. Finn? Ich weiß nicht. Wie komme ich vor dir? Was? Wir machen jetzt auf einen Quickshave und
Schauen mal durch. Du wirst in der Mine gebraucht. Alles klar, Chef. Du willst den Besten in der Mine sehen? Dann will ich mal wieder. Ach, noch was. Ich verrate dir mal ein Butler-Geheimnis. Sehr geil. Ab und zu bietet es sich an, einen Trümmerschlag anzusetzen. Wenn du ein paar Mal gehackt hast und es ist nichts dabei rumgekommen, dann zieh die Spitze der Hacke quer über den Fels. Ja, geil. Mit etwas Glück kriegst du so gleich mehrere Brocken. Safe. Danke, Mann. Ey, Trümmerschlag. Beste, Junge. Und du hast in der Mine gebraucht. Du wirst in der Mine gebraucht. Auch du hast ja tatsächlich einen roten Stein für mich. Ja, geil, oder? Ausgezeichnet. Jetzt werde ich diesen verdammten Fels zu Krümeln verarbeiten. Ich weiß auch schon genau, wo ich hingehe. Noch eine Sache. Wenn du schürfen gehst, pass auf, dass du nicht zu feste drauf haust. Sonst verkeilt sich deine Spitzhacke im Gold. Ja, sehr gut, sehr gut. Es war zwar kein Trümmerschlag-Skill, aber Skillpunkte. Schürfen geht immer besser. Und damit werden drei rote Steintafeln verteilt. Der Auftrag von Torus erfüllt, beziehungsweise es ist, ja, ja, Esteban wollte die Dinger nicht verteilen und ich soll sie gleich verteilen hier, ne? Ja, gut. Hey! Torus! Ich habe drei Kerle losgeschickt. Safe. Alles klar. Dann kannst du wegen mir rein. Perfekt. Ich darf rein, Mann! Halt! Geh mir aus dem Weg, Wache. Ja. Ah, in Ordnung, du kannst passieren. Du niederes Stück Scheiße, geh mir aus dem Weg, aus den Augen. Wow, Teleporter. Juhu. Der Fokus wurde platziert. Teleporter, Akte. Ach, geiler Shit, ey. Und woher bekomme ich jetzt den Schlüssel? Eieiei, tote Butler. Nein, tote Sklaven. Oh Gott, wer hat die ganzen Sklaven getötet? Und ein Skelett. So was aber. Sind die. Ich meine, die. Na, bist du auf dem Weg in die Mine? Ja, geil. Vollgas. Eigentlich will ich zu Raven. Hey, versuch den Tempel zu betreten und du bist so tot wie die Gefangenen hier. Sieh lieber zu, dass du in die Mine kommst. Warum sind sie tot? Die haben sich kaputt geschuftet. Ach Gott. Okay. Sonst bist du so tot wie die Butler hier. Ja, was haben sie gemacht? Sie haben sich zu Tode geschuftet. Die wollten nicht in das Ding. Okay, alles klar. So. Wenn das jetzt ein gutes Let's Play wäre und ich weigere mich, zutiefst gute Let's Plays zu machen, dann müssten wir jetzt der Hauptstory folgen und in die Mine gehen. Oder in den Tempel des Todes, den keiner rein darf. Aber da wir sowas nicht machen hier. Das machen wir nicht, gehen wir zurück. Hier. Bäh. Hallo, Wassermagier. Ja, kleiner Ortswechsel gefällig. Hier, das Ding ist mal da oben, ne? Was meine? Ich hätte so gern die Piratenkluft zurück. So, wo geht's zum Canyon? Wir gehen zum Piratenlager, nicht zum Banditenlager, nicht zum Sumpf. Was sind da die? Einer, es fehlt noch. Ah, ich brauche neun. Ja, stimmt. Medaille und gib mir neun Shit. Gib mir den heißen Stoff, ey. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Yo. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Perfekt. Der Junge ist schon fast auf Fokusentzug hier. Immer neue Foki müssen hier. Zum Canyon. Ich sprint mir dann am besten mal durch und hinter zum Piratenlager, denn es geht darum, der Mörder von Angus in Tank wurde gerichtet. Da gibt es einen Boy, der sich darüber freut und es passt jetzt noch perfekt in die letzten Züge dieses Videos. Weil dann wäre es abgehakt und in der nächsten Folge können wir uns dann richtig geil in der Banditenmine und so umschauen. Das haben wir das alles schön in einem Zug. Weiß nicht, Henry hatte, glaube ich, nix mit Angus und Hank zu tun. Wir haben den Rumpf von Fisk. Also gehen wir mal zu Fisk. Wenn er sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Garrett, dann Captain heißt Greg, die Piratenrüstung, er hat auch nichts.
Matt hat nichts. Hey. Brandon, du hast auch nichts. Skip, ich hab dein Original rum. Keine Ahnung, was du hast. Wegen Angus und Hank. Was? Ich habe sie gefunden. Ja, das sie sind tot. Mausetot. Ach, die armen Tommy. Die arme Tommy. Tja. Oh nein. Hatte ich auch nicht anders erwartet. Du solltest die Sache Bill erzählen, falls du es nicht schon getan hast. Aber bring's ihm schonend bei. Er ist noch jung. Definitiv. Ich kenne den Mörder von Angus und Hank. Schön für dich. Die beiden sind tot. Wen interessiert sowas dann noch? Rache hat noch keinen Piraten reich gemacht. Nee. Hauptsache, ich hab meinen Grog wieder. Ja, das, der hat irgendwelche random Flaschen Grog bekommen. Also die speziellen Flaschen für Skip sind dann nicht mehr so wichtig. Bill, das war der beste Kumpel von Angus und Hank. Ich kenne den Mörder von Angus und Hank. Wer? Wer war es? Der Kerl heißt Juan und ist einer der Banditen. Du musst das Schwein erledigen, hörst du? Er darf nicht mit der Sache ungeschoren davonkommen. Juan ist erledigt. Und? Hat er gelitten? Mach mal halblang. Schon gut. Hauptsache, du hast das Schwein fertig gemacht. Wurde von einem ehrenhaften Piraten seines Urteils, sein Urteil wurde verstreckt. Er wurde vor das letzte Gericht Innos geschleift. Irgendwie so, keine Ahnung. Greg noch was zu sagen? Die Banditen haben eine Goldmine gefunden. Ich wusste es. Deshalb sind sie hierher gekommen. Kein Mensch lebt freiwillig in dem monsterverseuchten Sumpf. Gute Arbeit. Hier, ich hab was für dich. Sehr geil. Ring der Krieger halten. Perfekt. Ich glaube, das war der mit Rüstungsschutz. Vielleicht aber auch nicht. Keine Ahnung. Fuck, Leute. Ich sollte nur ein kurzer Piratenabstecher werden, aber der gibt's ja doch mehr. Der Brauer ist ja auch noch unterwegs hier. Hey, also der Schnaps-Tübi. Ich habe ein Rezept für dich. Oh, lass mal sehen. Was denn für ein Rezept? Der Brenner meines Vertrauens. Los, Hammer. Es ist von Snuff. Das hört sich ja schrecklich an. Das muss ich sofort ausprobieren. Geiler Shit. Das Rezept, das ist also der Schnaps, ist echt Hammer. Das ist das absolute Mörderzeug. Pass auf. Du machst mir Angst. Ich glaube, ich werde trotzdem einen Versuch starten. Sehr geil. Dann gönne ich mir jetzt den Shit. Ich will was Stärkeres. Was darf sein? Ja, weil der Boy ist ein erfahrener Schnapsbrenner und er ist halt so ein geiler Schnapsbrenner. Ich will Loose Hammer. Gutes Zeug, hau weg den Grob. Der macht den Shit nämlich gleich. Gib mir einen Doppelten. Einen Doppelten Hammer. Mach dich nicht unglücklich, Kleine. Ich hoffe, der ist nicht für dich. Ja, ich habe keine Ahnung, wem ich das Zeug jetzt dann unterjubel, aber Leute, damit hätten wir einen kompletten Schnaps erhalten. Samuel wurde leer gekauft. Sein Laden wurde leer gesoffen, hier mehr oder weniger, keine Ahnung. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein!